Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Es war einmal ein Kind, eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen. Und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grab gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Was ihr hier zum Eingang gehört habt, das war das Märchen vom eigensinnigen Kind, enthalten in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Hier in einer Version aus dem Film Herakles Höhle von Lutz Dambeck aus dem Jahr 1988. Dieses Märchen vom eigensinnigen Kind war ausführlich Gegenstand der letzten Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Der Autor Wolfram Ette hatte da in der Interpretation des Märchens an einer Stelle die Erziehungsmethoden der Johanna Harer ins Spiel gebracht. Wenn Johanna Harer in dem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das ein Best- und Longseller in der Zeit des Nationalsozialismus war, den Müttern empfiehlt, sofort nach der Geburt das Kind in ein Extrazimmer zu verbringen, auf keinen Fall auf das Schreien der Kinder zu reagieren, gegenüber dem Kind vor allem die zeitlichen Rhythmen des Stillens und dann später des Essens durchzusetzen, ganz egal, was das Kind meint. Wenn solche Sachen dann eine Neuauflage erleben in so Bestsellern wie Jedes Kind kann schlafen lernen, was auch ganz stark über die Implementierung zeitlicher Rhythmen auf Kleinstkinder geht, dann hat das für mich sehr viel mit dem Märchen vom eigensinnigen Kind und mit der Kälte zu tun, um die es da geht. In der letzten Sendung hatte ich das Tagesseminar angekündigt, das Wolfram Ette gemeinsam mit Karin Nungese am 6. November im Coney Island in Leipzig durchgeführt hat. Ich habe diese Gelegenheit genutzt, auch mit Karin Nungese ins Gespräch zu kommen. Nachdem Wolfram Ette das Buch »Das eigensinnige Kind« über unterdrückten Widerstand und die Formen ungelebten Lebens im Jahr 2019 veröffentlicht hatte, entstand eine anhaltende Diskussion zwischen Ette und Nungese. Also was mir bei der Lektüre des Buchs von Wolfram schon großen Spaß gemacht hat, war die Vielfalt politischer Zugänge. Also das zu lesen auch als einen Text, der, indem er was über Kindheit erzählt, über gesellschaftliche Visionen, über gesellschaftliche Missstände erzählt und damit sozusagen was erzählt über das Heute. Und das war ein Lektüreeindruck, den ich selber auch gewonnen habe, als ich das Märchen gelesen habe. Ich kannte das vorher nicht, ich habe das tatsächlich über dieses Buch kennengelernt und ich glaube, dass es tatsächlich ein Märchen ist, was ganz stark uns drüber nachdenken lässt, ob die Dinge eigentlich so sein müssen, wie sie uns präsentiert werden. Und zwar insofern, als erstmal sozusagen dieses Märchen eine Geschichte schildert, die als irgendwie alternativlos präsentiert wird. Also dieser Ablauf ist sehr kurz, ist sehr stringent, ist sehr gleichzeitig sehr brutal. Und die Frage, ob es auch anders sein könnte,
ist trotzdem irgendwie eingewoben. Und ich glaube, das hat viel mit dem Begriff des Eigensinns zu tun. Also sozusagen Eigensinn als eine Haltung zur Welt, die sagt, muss es wirklich so sein, wie es gerade sein soll oder wie es gerade angeordnet wird oder könnte es auch ganz anders sein. Neben einer gemeinsamen Interpretation des Märchens spielte auf dem Tagesseminar in Leipzig vor allem auch die Pädagogik von Johanna Haare eine wichtige Rolle. Dass sich das Märchen vom eigensinnigen Kind und die Erziehungsratgeber von Johanna Haare in eine Beziehung zueinander setzen lassen, das hatte Karin Nungesser in die Diskussion eingebracht. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Lektorin. Ich glaube, die Gemeinsamkeit oder der Kreuzungspunkt beider Texte ist der, dass das eigensinnige Kind ja eine Mutter beschreibt, die von äußerster Gefühlskälte ist und die sich eigentlich sozusagen allem widersetzt, was wir klassischerweise mit Mütterlichkeit assoziieren: Fürsorge, Schutz, Geborgenheit, Liebe. Und diese emotionale Kälte und diese Distanz und diese Unterdrückung jeglicher Emotionalität, sowohl bei sich selbst als auch beim Kind, das ist, glaube ich, tatsächlich was, was man sehr exemplarisch vorgeführt findet bei Johanna Haare. Und gleichzeitig ist Johanna Haare halt eine unglaublich wirkungsmächtige Figur gewesen, weil ihre Bücher diese ungeheure Verbreitung hatten, auch weit über den Nationalsozialismus hinaus und weil sie, glaube ich, die Art und Weise, wie in Deutschland sehr, sehr lange Zeit mit Kindern umgegangen wurde, geprägt haben. Die heutige Sendung will sich kritisch mit der Pädagogik von Johanna Haare auseinandersetzen. Sie will sich den Fragen widmen: Was machte die Pädagogik von Johanna Haare aus? Was war das Neue an dieser Pädagogik? Worin bestehen Kontinuitäten bis heute? Was machte Haares Bücher auch nach 1945 anschlussfähig? Dazu werden vor allem Karin Nungesser und Wolfram Ette zu Wort kommen. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Johanna Haare wird im Jahr 1900 in Bodenbach nahe der Grenze zum heutigen Tschechien geboren. Mit 17 Jahren macht sie ihr Abitur, um Medizin studieren zu können. Sie ist das einzige Mädchen der Abiturklasse eines Landerziehungsheims. Sie studiert Medizin in Heidelberg, Göttingen und München und wird schließlich Lungenfachärztin. Johanna Haare hat sich ihre berufliche Laufbahn als Frau hart erkämpft. Als sie 1933 Zwillinge bekommt, fügt sie sich schließlich der nationalsozialistischen Kampagne gegen Doppelverdiener und bleibt als Hausfrau zu Hause. Als wäre es ein Ausgleich für den Abbruch ihrer Karriere, beginnt sie nun eine schriftstellerische Tätigkeit. Sie beginnt eine Artikelserie, die Tipps zur Säuglingspflege formuliert und die in einer Beilage des Völkischen Beobachters erscheint: Die deutsche Frau. Ein wichtiges Anliegen bereits ihrer frühen Texte: die Bekämpfung des Geburtenrückgangs, der den Bestand des deutschen Volkes gefährde. Diese Artikelserie ist die Grundlage für ihr erstes Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«, das erstmals 1934 erscheint. Im Jahr 1936 folgt ihr zweites Buch, das sich der Erziehung von Kleinkindern widmet: »Unsere kleinen Kinder«. Beide Bücher erreichen hohe Auflagen, sie sind die wichtigsten nationalsozialistischen Erziehungsratgeber, waren bis in die letzte Dorfbücherei verbreitet und wurden Grundlage für nationalsozialistische Mütterschulungen. Was Johanna Haare in ihren Erziehungsratgebern schreibt, hat sie nicht selbst erfunden. Sie fasst die Erziehung zusammen, die sie selbst erfahren hat. Vieles von dem ist der verbreitete Stil preußischer Erziehung. Der Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeier und die Journalistin Anne Kratzer haben sich mit dem Kontext und mit der Nachwirkung von Haares Pädagogik auseinandergesetzt. Sie fassen hier zusammen, was die Pädagogik von Johanna Haare ausmacht. Also die bisherigen Erziehungsmethoden hatten alle nicht den Anspruch, wissenschaftlich vorzugehen. Und nun diese Ärztin mit der Autorität einer Medizinerin, und das war ja auch bei den rassistischen Theorien der Nazis so, dass sie sich auf Naturwissenschaften berufen haben,
Die hat nun mit ihrer Autorität geschickt bestimmte Halbwahrheiten verkündet, die natürlich Vorläufer hatten, aber jetzt im Rahmen dieser totalen Anpassung an diesen NS-Staat eine völlig neue Wirkungskraft hatten, weil es Teil dann des NS-Staates war, dass man sein Baby, sein Kleinkind so erzieht, wie es dort vorgesehen war. Der erste Punkt war, dass man die Mutter unheimlich hochgelobt hat. Nicht? Das macht man auch mit den Frauen in der Nazi-Zeit. Selbst die Arbeiter wurden gelobt. Alle, die minderwertig bisher behandelt wurden, wurden von den Nazis hochgelobt. Die Mutter hat es in der Hand, dass das deutsche Volk und die deutsche Rasse sich weiterentwickelt. Wir haben viel zu wenig Kinder und die sind oft gar nicht gesund und vor allen Dingen nicht rassig, sauber. Das ist der erste Punkt. Das Erziehungsziel war, die Autorität dieser Mutter vor sich selbst zu erhöhen, dass sie sich selbst ganz toll findet, weil sie eben eine Deutsche ist und weil sie eine Arische ist und rassenrein. Und darauf ausbauend hat man dann die drei Grundprinzipien dieses Harrer-Buches entwickelt. Das erste Grundprinzip war natürlich bei dem Kleinkind darauf zu achten, dass es nicht verzärtelt wird. Da ist eben bemerkenswert und besonders die Bindungslosigkeit, die dabei gelehrt wird. Also das Kind soll schon sauber gemacht werden und gewickelt werden, aber man soll ihm ja nicht zu viel äffische Zuneigung, also äffisch jetzt in Anführungszeichen, also nicht zu viel Zuneigung, nicht zu viel Aufmerksamkeit, die emotionale, die psychische Dimension fällt weg. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass auf emotionale Regungen, die bei so einem Kind ja vor allem durch Schreien oder Mimik und Gestik kundgetan werden, dass auf die nicht eingegangen wird. Diese Kälte, von der Adorno spricht, die typisch für die Nazi-Zeit, aber auch für kapitalistische Gesellschaft überhaupt ist, die sollte man diesem Kind angedeihen lassen. Wenn es schreit, wird heute jeder genau hinhören, schreit das Baby aus Angst, aus Hunger oder nervt es einfach nur ein bisschen, weil es spielen will oder was weiß ich. Hier wird generell gesagt, in die Ecke stellen. Ich darf wörtlich vorlesen, das Kind wird nach Möglichkeit an einen stillen Ort abgeschoben, wo es alleine bleibt. Das heißt, man geht davon aus, dass das Kind schreien gelassen werden muss, dass man nichts ihm hingibt, um seinen Willen zu brechen. Das ist also der erste wichtigste Punkt beim Kleinkind, durch Brutalität und Kälte den Willen brechen. Sehr zentral ist immer, was man von ihr sagt, wenn ein Kind schreit, dann soll man es schreien lassen, das kräftigt die Lungen. Dabei wissen wir heutzutage, dass das für Kinder eine der wenigen Möglichkeiten ist, ihre Gefühle auszudrücken. Die können ja noch nicht reden, also schreien sie und machen was mit ihren Ärmchen und Beinchen. Und all das sollte eben ignoriert werden, damit das Kind nicht verzärtelt wird, nicht verweichlicht. Das war so das Entscheidendste. Und sie hat zum Beispiel so eine Körperstellung empfohlen, mit der man das Kind stillt, wo sich Mutter und Kind nicht anschauen können. Dieser direkte Augenkontakt, der so wichtig ist, sollte unterbunden werden. Einer der Kinderärzte, mit dem ich gesprochen habe, meinte auch, das ist natürlich praktisch, wenn man ein Kriegervolk heranziehen soll, wenn die keine Bindungen haben und irgendwie auch gestörte Emotionen, dann folgen die einfach so einem Führer vielleicht ein bisschen. Jeder normale Mensch würde ja registrieren, dass es irgendwie schon böse ist, was er da macht. Und wenn man aber so gestörte Emotionen hat, fällt dann das vielleicht nicht so auf. Zweitens ist wichtig, dass dann in dem nächsten Spielealter eben dieses bedingungslose Gehorsam eingeübt wird. Niemals dulden wir, dass das Kind an unsere Anordnung herumdeutet und mäkelt oder dass es mault und widerspricht. Also diese militaristisch-preußische Erziehung wird jetzt sozusagen im medizinischen Duktus vorgebracht mit der Autorität einer Ärztin und gesagt, das ist das Entscheidende, damit das Kind sich gut entwickeln kann, damit es gehorsam lernt. Dabei das Wesentliche ist schon, dieses eben keine Bindung an andere herzustellen. Das sind ja perfekte Krieger, Menschen, die keine Bindungen an andere Menschen haben, Menschen, die keinen Kontakt zu ihren Gefühlen haben, nicht merken, wenn sie sich als Soldaten irgendwie aufgeben im Krieg. Also Bindungslosigkeit hat ja ganz viele Folgen. Die führt dazu, dass man nicht so in Kontakt mit sich ist, dass man nicht so in Kontakt mit anderen ist. Das ist schon das Zentrale. Aber auch so eine Abhärtung und so eine Disziplinierung. Sie sagt ja immer, dass man nicht verweichlicht, ist ganz wichtig. Also diese Verweichlichung, so eine Sache, die Nazis nicht haben wollten. Die Spartaner in der Antike, die haben auch ihre Kinder so ein bisschen in diesem Stil erzogen. Das war ja auch eine Kriegergeneration, die ganz viel aushalten musste, ganz robust sein sollte. Und das war sicher ein Aspekt, der diesen Kindern antrainiert werden sollte. Und der dritte wichtigste Punkt vielleicht ist, dass man auf jeden Fall diesen Kindern beibringen muss, dass sie sich unterzuordnen haben. Das hängt natürlich mit diesem Gehorsam zusammen. Aber das ist ja noch tiefer geht psychologisch so, dass man jetzt denken kann, sie muss sich nur der Mutter unterordnen oder dem Vater. Aber es wird ja eine für die Gesellschaft wichtige Konditionierung insgesamt betrieben, dass die Leute wirklich gelernt haben, A, sich unterzuordnen, zu gehorchen und dann den Genuss zu haben, zwischendurch auch andere Leute befehlen zu können. Das war ja einer der wichtigsten
Mechanismen der Nazis, dass jeder kleine HJ-Führer dann andere schikanieren durfte und vorher wurde er vielleicht selber und nachher wurde er selber schikaniert. Also diese Mischung aus Sadismus und Masochismus, das war angelegt in dieser autoritären Struktur, über die eben nicht nur Freud, sondern dann vor allen Dingen Adorno und die kritische Theorie so ausführlich gearbeitet haben. Das Buch hier ist eine Art Vorlage, um zu verstehen, was Autorität mit kleinen Kindern macht, die noch nicht die Möglichkeit haben, sich wirklich zu wehren. Johanna Harer schrieb nicht nur die wichtigsten Erziehungsratgeber des Nationalsozialismus. Sie nahm auch das Amt als GAU-Sachbearbeiterin für Rassenpolitik an, hält rassenpolitische Vorträge, ist Autorin von Zeitungsartikeln und Rundfunkbeiträgen, sie schreibt ein antisemitisches Kinderbuch, Mutter erzählt von Adolf Hitler, wird Mitglied der Reichsschrifttumskammer und so weiter. Heute setzen sich inzwischen zahlreiche Bücher und Fachartikel mit der Rolle Johanna Harers und den Nachwirkungen ihrer Pädagogik auseinander. Für Karin Nungesser Anknüpfungspunkt für eine Diskussion, die zu führen ist. Also zum einen hat mich innerhalb des Feminismus immer interessiert auch die Auseinandersetzung mit weiblichen Täterinnen. Und das ist, glaube ich, so sozusagen die eine Quelle daraus. Die andere Quelle ist, dass tatsächlich mir Johanna Harer immer mal wieder so in der Sekundärliteratur begegnet ist und dass das fast schon, ja, ritualisiert ist das falsche Wort, aber sozusagen die Art und Weise, wie sie da beschrieben wurde, war eigentlich immer so ein bisschen dieselbe. Sie ist die Frau, also sie ist fünffache Mutter, sie ist überzeugte Nationalsozialistin, sie schreibt diese Bücher, sie entwirft damit sowas wie eine nationalsozialistische Erziehungsform, die darauf ausgerichtet ist, sozusagen perfekte kleine Nationalsozialisten zu erziehen. Also Menschen ohne irgendwelche Bindungen, Menschen ohne irgendwelche Skrupel, irgendwelche Haltungen und gleichzeitig mit so einer großen Sehnsucht nach einem Führer, eine Sehnsucht sozusagen in der Masse aufzugehen. Und das war sozusagen so stereotyp und so eng, dass ich irgendwann dachte, jetzt würde ich doch gerne mal in die Texte gucken. Und auf der einen Seite ist sozusagen nichts davon falsch. Also Johanna Harer war eine Nationalsozialistin und diese Form der Erziehung, die sie da propagiert, hat ganz sicher diese Konsequenzen gehabt. Ich glaube aber, dass es darin sozusagen nicht aufgeht. Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, warum war sie so wirkmächtig über den Nationalsozialismus hinaus? Und auch dafür habe ich nicht so richtig Begründungen gefunden in dem, was ich über sie gelesen habe. Und das war sozusagen ein zweites Motiv, dann in die Texte selber reinzugehen. Johanna Harers Werdegang ist durchaus widersprüchlich. Da propagiert eine die Erhaltung der Reinheit des deutschen Volkes und betont die Wichtigkeit der Blutsbande auch für die Mutter-Kind-Beziehung, aber sie weiß selbst, dass ihr eigenes Äußeres nicht dem Ideal einer arischen Frau entspricht, dass sie selbst nicht imstande ist, einen zweifelsfreien Arier-Nachweis zu erbringen. Da propagiert eine die Stellung der Mutter an der Gebärfront des deutschen Volkes, wirkt mit an einer mystifizierten und völkischen Mutterrolle und sie selbst geht einen Lebensweg einer doch modernen Frau, die sich ihre berufliche Laufbahn gegen Widerstände und selbstbewusst erkämpft. Vielleicht, so die Vermutung, sind es diese Widersprüche, die Kontinuitäten und Nachwirken begreifbar machen. Es macht für unsere Auseinandersetzung die Frage wichtig, was für eine Person ist Johanna Harer gewesen? Wie hat sie gelebt? Naja, als eine ganz andere Person, als das, was sozusagen das Idealbild der nationalsozialistischen Frau und Mutter war, das sie ja gleichzeitig selbst sozusagen in ihren Schriften perpetuiert. Also diese Frau, die zu ihren Kindern gehört, die aufgeht darin, ihre Kinder großzuziehen und die sozusagen als Mutter und Hausfrau voll erfüllt ist. Johanna Harer selbst war eine ausgesprochen ambitionierte Frau. Sie war eine begeisterte Ärztin. Sie hat gegen erhebliche gesellschaftliche Widerstände das durchgesetzt, ihr Abitur zu machen, dann Medizin zu studieren, zu promovieren, als Ärztin zu arbeiten. Und sie fängt ja an, diese Säuglingskolumnen zu schreiben, die dann in dieses erste Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, münden, zu einem Zeitpunkt, wo sie sich verheiratet hat und 1932 sozusagen dann aufhört zu arbeiten, weil sie auch schwanger ist, weil sie Anfang 33 diese ersten beiden Kinder bekommt. Und ich hatte sehr stark das Gefühl, dass die Motivation hinter dem Schreiben dieser Kolumnen eine doppelte ist. Also zum einen sozusagen weiterhin
weiterhin zu arbeiten, weiterhin aktiv zu sein, sich genau nicht auf diese mütterliche Sphäre reduzieren zu lassen und zum anderen ja auch weiterhin sozusagen so eine Macht- und Kontrollposition auszuüben, die sozusagen über den rein häuslichen Bereich hinausgeht. Und natürlich hat auch diese Art und Weise, wie sie dann beschreibt, wie schon mit Säuglingen und sozusagen Kleinstkindern umzugehen ist, also dieses, man soll sie kaltstellen, sie sollen möglichst viel Zeit alleine verbringen. Es genügt im Grunde, sich mit ihnen abzugeben, wenn man sie stillt und sauber macht und danach sollen sie wieder für sich sein. Das war natürlich auch eine Art und Weise, sozusagen ihre eigene Form des Lebens oder der heute würde man sagen, der Work-Life-Balance zu rechtfertigen. Ja, weil sie selber eben weiterhin sozusagen, sie hat diese Kolumnen geschrieben, sie hat dann diese Bücher geschrieben, sie hat Lehraufträge gemacht. Also sie hat sehr stark für sich selber daran festgehalten, dass es sozusagen ein Leben neben den Kindern geben muss. Am Lebensweg und der Ideologie Johanna Harers sind Ambivalenzen, Widersprüche festzustellen. Sie sind es, die Brücken in die Gegenwart schlagen. Auch Wolfram Ette knüpft an diesem Diskussionspunkt an. Also einmal kann man diese Beziehungslosigkeit, in der die Kinder vor allem im Säuglingsalter gelassen werden, tatsächlich von zwei Seiten betrachten. Man kann es, und das ist so ein bisschen die gängige Lektüre gewesen, von der Karin ausgegangen ist, an der sie sich aber auch gestoßen hat, der Ansicht sein, aha, wir haben hier sozusagen Leute, die mit einer inneren Leere, mit einem inneren Vakuum produziert werden, und in dieses Vakuum passt dann einfach wunderbar der Nationalsozialismus und die Partei und die Ideologie hinein. Da können sozusagen Menschen zu willigen Helfern des NS geformt werden. Es sei auch gar nicht in Abrede gestellt, dass das eine Wirkung dieser Erziehungsweise sein kann. Die Frage ist, ob es auch die Absicht war. Und die Wirkung und die Absicht werden einfach in manchen Texten über Johanna Harer zusammengeworfen. Und ob es die Absicht war, da kann man zumindest ein Fragezeichen dahinter setzen. Denn was in diesen Texten eher in den Vordergrund tritt, ist tatsächlich das Bestreben, das Verhältnis zu den Kindern. Es ist ja immer von mehreren, nach Möglichkeit vier Kindern, die Rede, die also erwünscht sind, zu rationalisieren, trotzdem der Mutter, die möglicherweise auch noch arbeitet oder auch arbeiten muss, weil sie ökonomisch dazu gezwungen ist, doch auch Freiraum für sich zu geben. Und das bedeutet, wenn man sich dann die Nachgeschichte dieses Buches nach 1945 ansieht, dass da vermutlich ganz viele Motive zusammengetroffen sind, die dem Buch doch eine relativ starke Nachwirkung gesichert hat. Also auf der persönlichen, subjektiven Seite ist es ist natürlich auch einfach ihr brennender Ehrgeiz. Ja, diese Frau wollte um jeden Preis und irgendwo auch in jedem System Erfolg haben und publik werden. Dann ist es sicherlich auch was ganz Pragmatisches, dass die Verlage sich gesagt haben, na gut, wir schauen mal, ob das Label Johanna Harer irgendwie noch funktioniert, und wenn es funktioniert und sich verkauft, warum denn auch nicht? Und da kommt dann aber jetzt auf der inhaltlichen Seite dann wohl doch noch etwas anderes dazu, nämlich das an diesen Erziehungsprinzipien, das nicht unbedingt nationalsozialistisch einfach ist, sondern generell etwas mit Rationalisierung, mit Effizienz, auch mit dem gewandelten Bild und Rollenbild der Frau in einer modernen Gesellschaft zu tun hat, was also einfach eine längere und eine größere Geschichte ist, als der Nationalsozialismus liefern könnte. Und all das zusammengenommen hat dann, so vermuten wir doch, für den beachtlichen Erfolg dieses Buchs bis in die 80er Jahre hinein gesorgt. Das Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« erreichte auch nach 1945 hohe Auflagen. Es wurde umbenannt, »Die Mutter und ihr erstes Kind«, und von offen und eindeutig nationalsozialistischen Ideologemen bereinigt. Bis in die 80er Jahre hinein wurde es neu aufgelegt. Wir sind dabei zu diskutieren, was der Kern der Erziehungsideologie Johanna Harers ist und welche Aspekte davon weiter wirken konnten.
Für diese Diskussion ist es notwendig, noch einmal zu den ursprünglichen Erziehungskonzepten Johanna Harers zurückzukehren. Im Zentrum steht hier das Verhältnis zwischen Mutter und Kind. Also man kann es fast leichter, glaube ich, ex negativo beschreiben. Also es ist keine Beziehung, die von den Bedürfnissen des Kindes ausgeht. Es ist sogar darüber hinausgehend eine Beziehung, die gar nicht davon ausgeht, dass das Kind Bedürfnisse haben könnte, auf die sozusagen die Mutter reagieren sollte oder muss, damit sozusagen das Kind, also das kleine Kind, der Säugling, gedeiht. Es ist gleichzeitig eine Beziehung, die im Grunde davon ausgeht, dass das Kind irgendwas Böses mit sich bringt. Also Miriam Gebhardt hat das genannt, sowas wie die modernisierte Erbsünde. Also da ist was, das lauert im Kind. Und wenn die Mutter nicht permanent aufpasst, dann kann das sozusagen hervorbrechen und dann wird sie das nicht wieder oder nur sehr schwer wieder unter Kontrolle bekommen. Also es ist sozusagen einerseits eine Beziehung, die von Distanz, von emotionaler Distanzierung, also auch sozusagen die Mutter selbst wird immer wieder aufgerufen, sich emotional zu distanzieren, nicht zärtlich zu sein, also schon gar nicht vor Dritten, nicht sozusagen das Kind mit Affenliebe zu überschütten. Also das alles sind Begriffe, die dort immer wieder fallen. Und gleichzeitig sich zu hüten. Sich zu hüten vor diesem Kind, das sozusagen im Grunde geschildert wird als vom Tag der Geburt an ein manipulatives Wesen, das es auf Machtproben anlegt, die die Mutter leicht verlieren kann. Versagt auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart. Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen und Gegenstand solcher Fürsorge zu werden. Nach kurzer Zeit fordert es diese Beschäftigung mit ihm als ein Recht, gibt keine Ruhe mehr, bis es wieder getragen, bewegt oder gefahren wird. Und der kleine, aber unerbittliche Haustyrann ist fertig. Das Kind wird nach Möglichkeit dann an einen stillen Ort abgeschoben, wo es allein bleibt und erst zur nächsten Mahlzeit wieder vorgenommen. Häufig kommt es nur auf einige wenige Kraftproben zwischen Mutter und Kind an. Es sind die ersten und das Problem ist gelöst. Das Kind hat schon Bedürfnisse, aber es möchte ja essen und schlafen und so weiter. Aber das sind sozusagen rein animalische Bedürfnisse. Es hat keine Bedürfnisse, die etwas mit der Beziehung zwischen ihm und der Mutter zu tun haben, beziehungsweise wenn sie mit der Beziehung was zu tun haben, dann sind die Bedürfnisse eben eigentlich böse, manipulativ. Und das könnte man sagen, ist so ein bisschen die anthropologische Voraussetzung, auf der das basiert. Was in dem hier beschriebenen Mutter-Kind-Verhältnis aufscheint, ist die Institutionalisierung von Herrschaft in der Familie. Die gesellschaftliche Herrschaft soll sich institutionalisieren in der Herrschaft der Eltern über das Kind, aber auch in der Herrschaft der Mutter über sich selbst. Dieses Buch entwirft ja nicht nur ein Bild vom Kind und ein Bild von einer Beziehung zwischen Mutter und Kind, sondern es entwirft ja auch ein Bild von der Mutter, wie sie ist und wie sie sein soll. Und wenn man dieses Bild sich anguckt, dann ist es eigentlich so, dass wenn die Mutter sozusagen ihren Impulsen folgen würde, würde sie dieses Kind ins Verderben treiben. Sie würde es nämlich zu einem Egoisten machen, zu einem Kind, was zunehmend Schwierigkeiten haben wird im Verlauf seines Lebens, weil es wesentliche Lektionen nicht gelernt hat, also Lektionen der Impulskontrolle, Lektionen der Abhärtung und es wird sozusagen im Leben nicht bestehen können. Das heißt, die Mutter selbst muss ihren eigenen Impulsen eigentlich permanent misstrauen. Sie muss permanent sozusagen Zuflucht nehmen zu Johanna Harer und sich sozusagen vergegenwärtigen, worauf es wirklich ankommt, nämlich Taktung, sich an Regeln halten, das Kind abhärten, das Kind sozusagen nutzbar machen und integrierbar machen in das, was da als Gesellschaft sozusagen dahinter steht. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir den Eindruck hatten, das ist was in gewisser Weise als Bild von der
elterlichen, also nicht nur der mütterlichen, sondern der elterlichen Aufgabe, was heute so ein Stück weit wiederkommt. Also während es zwischendurch mal eine Phase gab, wo es sehr stark darum ging zu sagen, lasst uns doch mal gucken, was sind die Bedürfnisse des Kindes, was bringt es mit, wie können wir es unterstützen, sozusagen auf seinem eigenen Weg. Ja, gibt es ja heute wieder eine sehr starke Tendenz zu sagen, es gibt da knallharte gesellschaftliche Anforderungen, die werden die Kinder erfüllen müssen. Und unsere Aufgabe als Eltern oder die Aufgabe von Eltern ist es, die Kinder irgendwie passgenau zu machen. Das sind heute andere Anforderungen. Ja, da spielt, glaube ich, nicht mehr in erster Linie jetzt nur Gehorsam oder Abhärtung eine Rolle, obwohl solche Sachen auch immer noch so ein bisschen im Hintergrund oder mitschwingen können. Da spielen heute vielleicht ganz andere Anforderungen eine Rolle. Also sei kreativ, sprich so viele Fremdsprachen wie möglich, sei sozial in der Lage, also zu interagieren und solche Geschichten. Aber im Grunde wird da auch wieder eine Idee aufgebaut, wie das Kind sein sollte und sozusagen Aufgabe der Eltern, wenn sie nicht das eigene Kind unglücklich und erfolglos machen wollen. Und wer will das? Ist es sozusagen die Kinder irgendwie auf dieses Ziel hin zu erziehen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Konzept. Als eines der wichtigsten Erziehungsinstrumente Johanna Harers erscheint die gleichmäßige Zeiteinteilung. Gleichbleibende Rhythmen und geregelter Tagesablauf werden den unregelmäßigen Rhythmen der kindlichen Bedürfnisse entgegengestellt. Gewinnt man den Eindruck, dass das Kind ein Nahrungsbedürfnis hat, so muss überlegt werden, ob, falls die von Anfang an gewählte Nahrungspause 4 Stunden betrug, diese Zeit nicht zu lang ist und man nicht zunächst zu 3-stündiger Fütterung übergeben muss. Kürzer soll die Nahrungspause im Allgemeinen nicht sein. Wenn nicht besondere Verhältnisse vorliegen und man lasse sich auf gar keinen Fall verleiten, unregelmäßige Zwischenmahlzeiten zu geben. Diese stoßen rasch den ganzen geregelten Tagesablauf des Säuglings, die Grundlage jeder vernünftigen Kinderpflege, um. In diesem Fall hilft man dem Kinde durch leichte Getränke, die nicht nähren sollen, auf die nächste Mahlzeit zu warten. Wir geben auf keinen Fall die Mahlzeit früher, sonst lernt das Kind sehr rasch, dies durch Schreien immer wieder zu erzwingen. Und sein geregelter Tagesablauf ist abermals in Gefahr. Moderne, also kapitalistische Moderne, ist ja in gewisser Weise eine Herrschaft der Zeit. Also die Arbeitszeitbemessung, ja, die eigentlich den Warentausch unter kapitalistischen Bedingungen, auch die Warenproduktion unter kapitalistischen Bedingungen überhaupt erst möglich gemacht hat, ist in der frühen Neuzeit entstanden, hat sich immer weiter verschärft. Im frühen 20. Jahrhundert dann das tayloristische Zeitmanagement der Arbeit, also wirklich unheimlich detaillierte Untersuchungen darüber, wie kann man Arbeit ideal verteilen auf verschiedene Arbeiterinnen und Arbeiter, an welcher Stelle kann man Minuten sparen, wo kann man Wege einsparen. Ja, also wie lässt sich der Arbeitsprozess eines komplexen industriellen Produktes so in Einzelschritte zerlegen, dass der Produktionsprozess maximal effizient ist. Ich glaube, das ist ja irgendwie in die Genetik dieses Systems mittlerweile eingedrungen. Deswegen finde ich es jetzt auch gar nicht abwegig, dass sich die Rationalisierung von Beziehungen, von menschlichen Beziehungen ganz stark über diesen Zeitfaktor vollzieht. Das Buch von Harer ist wirklich nicht frei von Widersprüchen, aber ich glaube, in dem Punkt ist es total konsistent und ist auch das Buch, was sie dann 2 Jahre später geschrieben hat, unsere kleinen Kinder, eigentlich ganz in Übereinstimmung mit dem, was in dem ersten Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind gesagt wird. Die Art der Berührung änderte sich. Aus dem Streicheln wurde ein Abmessen. Wie beim Schneider, dachte er, als die Äste seinen Kopf umspannten. Dann den Hals, die Brust, die Taille und so weiter. Sogar an seinem Schritt schien der Wald interessiert zu sein, bis sie ihn von Kopf bis Fuß maßgenommen hatten. Essen, Stuhlgang, Pflege, diese Dinge werden bei Johanna Harer nicht als Bedürfnisse des Kindes verhandelt, sondern als Dinge, die zu erledigen sind. Vermieden werden muss nach Harer, dass die Grenzen zwischen Pflichterfüllung und freiem Spiel in irgendeiner Weise verschwimmen. Ist das zweite Lebensjahr vollendet, so kommt allmählich der Zeitpunkt, an dem wir langsam das Füttern aufgeben und das Kind selbst essen lassen.
Beim Übergang vom Füttern zum Selbstessen kann man einen kleinen Kunstgriff versuchen. Man gibt dem Kind einen Löffel in die Hand. Gleichzeitig aber füttert die Mutter in den Pausen, die das Kind zwischen zwei Bissen macht, mit einem zweiten Löffel. Das geht kurze Zeit hindurch ganz schön. Doch entdeckt das Kind bei dieser Verwendung von zwei Löffeln noch rascher als sonst, dass es auch mit dem Essen spielen kann. Zu diesem Zeitpunkt erst pflegen die eigentlichen Essschwierigkeiten aufzutauchen. Brei, Gemüse, Kartoffeln, Soßen werden dem Kind Spielstoffe wie Sand, Steinchen und Wasser, und es will anfangen, mit den Speisen ebenso wie mit diesen zu hantieren. Dazu kommt, dass ihm jeder Begriff für Zeit fehlt. Es trödelt gern und weiß noch nichts davon, dass das Verzehren einer Mahlzeit eine Aufgabe ist, die erledigt werden muss. Die andere Sache ist, dass dadurch, dass die Zeit eine zentrale Rolle in der Erziehung, also in der Etablierung der erwünschten Mutter-Kind-Beziehung spielt und dadurch, dass die Zeitordnung letztlich eine ist, die nicht verhandelbar ist, sondern die einfach von oben nach unten, also von der Mutter dem Kind halt aufgedrückt wird, fällt ein Begriff unter den Tisch, den man mit Kindheit erstmal ziemlich rasch verbinden würde, nämlich der Begriff des Spiels. Also das Spiel als irgendwie ein wechselseitiger Prozess, der nicht unbedingt nach festgelegten Regeln verlaufen muss, sondern in dem es ein Stück weit auch darum geht, die Regeln in diesem Prozess zu finden, was aber auch nur möglich ist, wenn das keinen strikten zeitlichen Vorgaben folgt. Also das Spiel eigentlich als eine Art wechselseitiger Aushandlungsprozess, in dem überhaupt erstmal festgestellt wird, wer welche Position jetzt in diesem Beziehungsgeschehen hat. Das ist alles nicht möglich, beziehungsweise wird bei ihr ganz säuberlich und sorgfältig dann in das sogenannte Spielalter, also die Zeit ab dem dritten Lebensjahr, etwa verschoben. Vorher gibt es das also nicht. Und ich glaube, so an diesen beiden Stellen kann man irgendwie sehen, dass sich in diesen Erziehungsprinzipien, dass die vielleicht sogar weniger nationalsozialistisch in einem engeren ideologischen Sinne sind, als dass sich eigentlich der Geist der rationalistischen Moderne darin ausspricht. Produktionsverhältnisse sind immer als Einheit von Produktion und Reproduktion zu begreifen. Wenn in der Produktionssphäre Veränderungen zu beobachten sind, kommt es auch zu Verschiebungen in der Reproduktionssphäre. Die Art und Weise, wie die häusliche Sphäre organisiert ist, wie Arbeitskraft wiederhergestellt wird, wie um Nahrung, Fürsorge und Kinderpflege gesorgt wird, hängt davon ab, wie produziert wird und umgekehrt. Ab einer bestimmten Phase der Industrialisierung bleibt die Reproduktion der Lohnarbeiterschaft nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern wird selbst in Hinsicht auf die Produktivität organisiert. Im Nationalsozialismus wird die Rationalisierung der Reproduktionsarbeit auf eine neue Ebene gehoben. Ehestandsdarlehen, Stillprämien, Kindergeld, Mutterkurse waren familienpolitische Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Die Hilfsorganisation Mutter und Kind, das Frauenamt, die NS-Frauenschaft, das Deutsche Frauenwerk waren die entsprechenden Institutionen. Die Erziehungsratgeber von Johanna Haarer sind Bestandteil und ideologischer Ausdruck dieser Vorgänge. All das stand unter dem Vorzeichen rassischer Erbgesundheit des Volkes. Und dennoch weist es als Modernisierungsentwicklung über den Nationalsozialismus hinaus. Ich würde, glaube ich, noch gerne einen dritten Aspekt mit einführen, und das ist der Aspekt der Muße. Das ist ja das, was völlig wegfällt in so einem getakteten Konzept, dass es sozusagen Leerlauf gibt, dass es Langeweile gibt, dass es Muße gibt. Und gleichzeitig ist das ja der Nährboden für sowas wie Kreativität, für Visionen, für Utopien, für es könnte anders sein, als es ist. Und auch für das, was wir im Zusammenhang, auch im Zusammenhang mit dem Eigensinn, das Eigene genannt haben. Also sich eigener Bedürfnisse, eigener Interessen bewusst zu werden. Und ich glaube, da ist ein ganz enger Zusammenhang, warum sozusagen Herrschaft über Taktung sowas wie Macht ausüben kann, indem eben Individuen sozusagen nicht mehr die Freiräume und nicht mehr die Muße haben, um ihren eigenen Bedürfnissen nachzugehen, um vielleicht auch so ein Stück weit erstmal ihren eigenen Bedürfnissen auf die Schliche zu kommen.
1933 hatten die Nationalsozialisten zunächst darauf gesetzt, berufstätige Frauen aus den Berufen zurückzudrängen. Frauen sollten ganz in der Mutterrolle aufgehen, der Kampf an der Gebärfront sollte Frauen ganz und gar einnehmen. Dies änderte sich ab 1936 mit dem Vierjahresplan. Ab diesem Zeitpunkt wurden Frauen wieder vermehrt in die Sphäre der Lohnarbeit einbezogen. Insbesondere in Rüstungsbetrieben wurde auch auf weibliche Arbeitskräfte zurückgegriffen. Dies musste auch ideologisch verarbeitet werden, ganz und gar Mutter einerseits, dennoch Zuverdienst in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Dieses Problem ideologisch zu lösen, nimmt Johanna Harer in ihren Erziehungsratgebern vor. Sie propagiert daher auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wobei der Schwerpunkt für die Mütter bei der Familie bleibt. Gerade dies sind Aspekte, die uns heute bekannt vorkommen. Es hat keinen Sinn, über die Erziehung der Kinder so zu sprechen, als brauche die Mutter keiner anderen Sache auf Erden einen Gedanken zu widmen. Ja, als nehme Ernährung, Pflege und Kleidung der Kinder, ganz abgesehen von allen anderen Pflichten, nicht auch noch ein Gutteil Zeit und Kraft der Mutter in Anspruch. Nein, es muss gelingen, die Erziehung unserer Kinder einzuordnen in unsere gesamten Lebensaufgaben und dabei dieser großen Pflicht ausreichend nachzukommen. Wir glauben, dass die Grenzen, die unsere anderen Pflichten der Erziehung unserer Kinder setzen, naturgegeben und in ihrer Auswirkung segensreich sind. Es ist kein erstrebenswertes Ziel, nur und ausschließlich den Kindern zu leben. Die tätige Mutter, die sich den ganzen Tag über fleißig rühren muss, hat es sogar vielfach leichter als jene Frauen, denen das Kind schon früh beim Aufstehen anmerkt: Du hast ja doch den ganzen lieben langen Tag nichts zu tun, als für mich da zu sein. Hänschen klein geht allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, geht auch morgen gut. Doch die Mutter weinet sehr, hat nun gar kein Hänschen mehr. Im Mai 1945 wird Johanna Harer verhaftet und interniert. Nach einer zwischenzeitlichen Freilassung verbringt sie bis zum Frühjahr 1946 in Lagerhaft, wo sie als Ärztin für Mitinsassen tätig ist. 1947 durchläuft Johanna Harer ein Entnazifizierungsverfahren, in dessen Zuge sie als Mitläuferin eingestuft wird und den Persilschein ausgestellt bekommt. Sie wird Lungenärztin im öffentlichen Dienst und nimmt auch die schriftstellerische Tätigkeit wieder auf. Neben Neuveröffentlichungen mit Strickanleitungen über die Erziehung von Schulkindern und einem Gesundheitsratgeber wird auch ihr ursprünglicher Erziehungsratgeber neu aufgelegt. Es ist einer jener Kontinuitäten, die den Mythos von der Stunde Null widerlegen. Eine Kontinuität ist jedoch nicht nur in der Weitergabe der Harerschen Erziehungsratgeber und in ihrer Wiederauflage zu suchen, sondern unmittelbarer und langfristiger auch in der Auswirkung ihrer Erziehungskonzepte auf die Kinder, die davon betroffen waren. Die Entwicklungspsychologie und die Bindungstheorie würden sagen, was rauskommt, sind unsicher gebundene Kinder. Also Kinder, die es sehr viel schwerer hatten oder haben, sowas wie Selbstbewusstsein zu entwickeln, sowas wie ein Grundvertrauen in die Welt zu entwickeln, ein Grundvertrauen zu anderen zu entwickeln und die im Grunde leben mit einem grundlegenden Mangel, der ja natürlich dann sie sozusagen anfällig machen kann für alle möglichen Angebote, um sozusagen dieses Loch oder diesen Mangel zu füllen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, das ist diese Formulierung von Karin Grossmann, die mir immer sehr stark eingeleuchtet hat, die eben über empirische Studien gezeigt haben, dass solche unsicher gebundenen Kinder sozusagen sehr stark dazu tendieren, in einer Welt voller Feindseligkeiten zu leben, so hat sie das genannt, also Sündenböcke zu suchen, Schuldige zu suchen und denen sozusagen so eine Grundgelassenheit und aber auch so eine Grundzuversicht im Hinblick auf die Welt und im Hinblick auf andere Menschen und im Hinblick auf sich selbst fehlen. Nach 1945 wird Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind zu Die Mutter und ihr erstes Kind. Das Buch ist von offen nationalsozialistischen Losungen gereinigt,
Aber auch in den weiteren Auflagen wird der Originaltext Stück für Stück immer weiter überarbeitet. Also wir haben es noch nicht systematisch untersucht. Wir haben uns für die allerletzte Auflage 1987 erschienen, das Stillkapitel angeguckt. Und da muss man sagen, da ist sozusagen kein Stein auf dem anderen geblieben. Also das, was in der Originalausgabe aus den frühen 30er Jahren, was da proklamiert wurde, diese ganz enge Taktung, dieses sozusagen sich auch mit dem Kind außerhalb des Stillens überhaupt nicht abgeben, das Stillen ganz stark zu reglementieren auf maximal 10 Minuten und alle 4 Stunden, das ist sozusagen aufgegeben worden. Davon hat wirklich nichts überlebt und das ist aus unserer Sicht auch so ein Stück weit ein Beleg dafür, dass man es bei Johanna Harer sicherlich mit einer Nationalsozialistin zu tun hat, aber vielleicht weniger mit einer Überzeugungstäterin als mit einer Karrieristin, mit einer Opportunistin, was die Sache nicht besser macht, also was sozusagen nicht entschuldigt, was sie da geschrieben hat, aber was das sozusagen so ein bisschen anders beleuchtet. Die Genese dieser Neuauflagen nach dem Krieg war wohl die, dass man tatsächlich bei der ersten Neuauflage Ende der 40er Jahre zunächst mal die direkten und deutlichen Bezüge zum Nationalsozialismus, zu sowas wie Erbgesundheit und Volksgemeinschaft getilgt hat. Das war, glaube ich, gar nicht so viel. Und das wirkte schon, wenn man sich sozusagen rückblickend die Originalausgabe anguckt, irgendwie so ein bisschen drangepappt. Also als sei das gar nicht integraler Bestandteil davon, sondern als sei das vielleicht wirklich auch eine Konzession an den nationalsozialistischen Verlag, an den nationalsozialistischen Zeitgeist. Was dann sozusagen im weiteren Verlauf passiert, ist eigentlich sowas wie eine langsame Modernisierung, also wo sozusagen Sachen sich abschleifen. Und man muss auch sagen, dass im Laufe der Zeit ja die Herausgeberschaft geändert hat. Also Johanna Harers älteste Tochter Anna Hutzel, die selbst auch Medizinerin geworden ist, hat ab den 60er Jahren sozusagen zunehmend da Einfluss genommen. Und es ist sozusagen so eine langsame Modernisierung, spätestens ab den 70er Jahren auch tatsächlich so ein sozusagen Umschwenken darauf, die Bedürfnisse des Kindes zunehmend ins Zentrum zu stellen. Was sich nicht ändert, ist natürlich die Überzeugung an die Notwendigkeit eines solchen Ratgebers. Also sozusagen, das liegt der ganzen Sache ja zugrunde, zu sagen, also Eltern, die können nicht a priori wissen, was gut für ihre Kinder ist, sondern dafür gibt es Expertinnen und Experten und die geben entsprechende Ratschläge und Eltern selbst sind sozusagen Wesen, die der Leitung und der Führung bedürftig sind. Na, ich würde es ganz ähnlich sehen wie Karin. Einmal die ja auch mit unzähligen vielen anderen Ratgebern geteilte Überzeugung, dass es das braucht, damit die Erziehung funktioniert, dass sich das nicht von selbst versteht. Und zweitens, das lässt sich sozusagen philologisch nicht so gut belegen, aber es bleibt bei mir so ein Grundgefühl, dass auch das, was sich dann bei Harer in den Auflagen der 80er Jahre wirklich ganz deutlich verändert hat, eigentlich nicht dadurch motiviert ist, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind, beziehungsweise da auch mehr der Eltern und des Kindes was Selbstzweckhaftes bekommt. Es bleibt Mittel zum Zweck. Ja, also so ähnlich wie man in den Modernisierungen des Managements und der Arbeitsverhältnisse in den letzten anderthalb Jahrzehnten ja auch davon ausgehen muss, dass es nicht einfach darum geht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich wohler fühlen, dass ihnen das mehr Spaß macht, sondern dass ihnen das zwar sehr wohl mehr Spaß machen soll, dass es aber Mittel zum Zweck ist, nämlich, dass sie letztlich effizienter arbeiten, nützlicher sind für das Unternehmen. Und etwas davon, das ist aber nun wirklich keine Spezialität von Harers Büchern, etwas davon finde ich eben auch da wieder und das bleibt für mich problematisch. Anders als früher können unsere Führungskräfte heute nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, ihren Bereich hundertprozentig und voll zu übersehen. Sie sind deshalb darauf angewiesen, dass sie die Kräfte ihrer Mitarbeiter und die Kenntnisse ihrer Mitarbeiter und die Motivation so moderierend bündeln, dass daraus ein gutes Teamwork wird. Darüber hinaus müssen Führungskräfte darauf achten,
dass ihr Tun im Konzert des gesamten Konzerns, also in dem, was der Konzern insgesamt bewirken will, die richtige Rolle spielt, dann macht das heißt, man muss sehen, wo kann ich Nachbarbereiche mit einbinden, um das Optimum für meinen Kunden zu erzielen und wo muss ich zumindest informieren. Wenn ich an Herakles denke, dann denke ich mehr eigentlich an die Führungspersönlichkeiten der Vergangenheit. Große, starke, kraftvolle Gestalten, die aber doch sehr isoliert und individuell tätig sind. Was wir heute brauchen, lassen Sie mich vielleicht mal so sagen, ich denke mehr eigentlich an einen Jongleur oder besser an ein Team von Jongleuren, von denen jeder Bälle ständig von den anderen aufnimmt, auch von draußen Bälle aufnimmt und Bälle an die anderen abgibt und auch nach draußen Bälle abgibt. Wir haben Leistung immer gefordert, Leistung immer bejaht und ohne Leistung geht es überhaupt nicht. Nur, ich sagte vorhin schon, Leistung macht mehr Spaß, wenn einem das, wofür man was leistet, einleuchtet und einen vielleicht sogar begeistern kann. Das wird unsere Aufgabe sein. Also wir sind durchaus für Leistung. Ohne Leistung geht es nicht und ging es nicht. Ja, vielleicht kann man noch ergänzen. Also es sind ja nicht nur sozusagen die Bücher von Johanna Hara, die über einen langen Zeitraum sozusagen in modifizierter Form wieder aufgelegt werden, sondern es gibt ja auch Nachfolgebücher, von denen wir so ein bisschen das Gefühl hatten, dass sie wie Wiedergänger dieser frühen Johanna Hara Bücher sind. Also ein Titel zum Beispiel, der uns begegnet ist, ist dieses Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich glaube 2005 erschienen in der ersten Auflage und seitdem in unzähligen Auflagen unters Volk gebracht, wo es eben um diesen kleinen Ausschnitt des Wie bringt man Kinder dazu zu schlafen geht, wo aber im Grunde die Idee eine ähnliche ist, nämlich zu sagen, wenn Eltern auf das Weinen ihres Kindes reagieren und dahingehend reagieren, dass sie das Kind hochnehmen, dass sie das Kind trösten, dass sie das Kind versuchen zu beruhigen, dann enthalten sie ihm in Wirklichkeit eine wichtige Lernaufgabe vor, nämlich selber zu lernen, sich zu beruhigen und alleine einzuschlafen. Und das sind Bücher, die durchaus Konjunktur haben und jetzt ja auch jüngste Diskussionen um diesen Therapeuten Winterhoff, der ja auch mit einer ähnlichen Dämonisierung einer engen Beziehung zwischen Kind und Eltern, die sozusagen sich daran festmacht, dass Bedürfnisse erfüllt werden, dass Nähebedürfnisse erfüllt werden, dass eingegangen wird auf das Kind und das sozusagen zu problematisieren und zu pathologisieren. Da werden tatsächlich sozusagen sehr alte Traditionswurzeln letztlich wieder aufgegriffen und man hat das Gefühl, dass sozusagen subkutan da eigentlich was überlebt hat, was sehr schnell wieder aufzurufen ist. Wenn Winterhoff zum Beispiel vor der Eltern-Kind-Symbiose, die er als Dauerdiagnose stellt, also die für ihn die Wurzel aller individuellen, aber auch aller möglichen gesellschaftlichen Probleme bildet, immer wieder insistiert, dann muss man sich halt schon fragen, ob es nicht selber ein Anzeichen einer Beziehungsstörung ist, die mit dem, wovon im Märchen vom eigensinnigen Kind erzählt wird, eine Menge zu tun hat. Wenn jemand eine enge Beziehung gar nicht anders als symbiotisch auffassen kann. Also wenn es anscheinend nicht möglich ist, sich eine Beziehung zwischen Eltern und Kind vorzustellen, in der es mal mehr Nähe gibt und mal weniger Nähe, in der Sachen halt irgendwie mal etwas spielerischer, mal etwas weniger spielerisch ausgehandelt werden, also die selber in sich ein Prozess ist, sondern wo es immer nur diese beiden Extremoptionen gibt. Also entweder die Symbiose, das ist ganz schlimm und ganz schrecklich, oder die Distanz. Na, Winterhoff, wenn er sagt, das Allerwichtigste, wenn Ihr Kind irgendwas von Ihnen will, erstmal nicht reagieren. Das Allerwichtigste, gar nichts machen. 10 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute. Das Kind muss lernen, dass sie in einer grundsätzlichen Distanz zu ihm sich befinden, dass seine Bedürfnisse nicht ohne weiteres Gehör finden. Das heißt, sozusagen ein Spielraum des Verhaltens, in dem man sehr wohl reagiert auf das Kind, aber dem Kind auch klar machen kann, jetzt warte mal, geht jetzt nicht sofort,
dieses und jenes ist noch zu tun, das ist nicht vorstellbar und das erscheint mir selber auf eine gewisse Weise ganz pathologisch. Der Einfluss von Johanna Haares Erziehungsratgebern ist nicht ungebrochen. Es durchkreuzen sich verschiedene Einflüsse, Vorstellungen, Ratgeberliteratur, Film und Fernsehen sowie anderweitige Erfahrungsweitergabe. Über Erziehung und damit verbundene Drangsalierungen ist heute nicht zu sprechen, ohne auch über 1968 und die Folgen zu reden. Auch Vorstellungen von antiautoritärer Erziehung haben sich nicht einfach durchgesetzt, aber sie haben auf verschiedene Weise Einfluss genommen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Texten von Johanna Haarer vermag auch hier den Blick zu schärfen. Erstmal sozusagen der klassische Blick darauf sagt ja, 1968 ist sozusagen der große Epochenbruch, also der große Antipode zu 1945 oder zu dem, was bis 1945 da war. Sowas wie unsere vorläufige These ist, dass das da nicht der Fall ist. Also, dass obwohl sozusagen in der Tat über die antiautoritäre Erziehung ganz vieles ganz anders gehandhabt werden sollte, gleichen sich diese Modelle sozusagen strukturell dahin, dass die Idee in beiden Fällen ist, es gibt eine Gesellschaft, für die soll das Kind sozusagen passen. Und im einen Fall hatten wir ja schon gesagt, das ist die sozusagen die nationalsozialistische Volksgemeinschaft und um da reinzupassen, sind Gehorsam, sind Abhärtung, sind Anpassung notwendig. Und auf der anderen Seite sind das natürlich andere, anders geartete, utopische Vorstellungen von Gesellschaft, wo sozusagen Repression keinen Raum mehr haben soll, wo Freiheit eine große Rolle spielt, wo Impulse gerade nicht mehr unterdrückt werden sollen, sondern ausgelebt werden sollen. Aber auch da und einer der Hinweise scheinen uns tatsächlich auch diese Missbrauchsgeschichten im Rahmen der Reformpädagogik zu sein. Auch da scheinen in Wirklichkeit nicht die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt zu stehen. Es ist also nicht eine Erziehung, die von den Bedürfnissen des Kindes aus sozusagen gedacht ist, sondern im Grunde von den Visionen, von den Vorstellungen der Erwachsenen aus, wie Gesellschaft sein soll und wie Kinder sozusagen auf den Weg gebracht werden sollen, auch ein Stück weit diese Gesellschaft herzustellen. Ja, ein Teil dieser Revolution von 1968 ist ja auch die Sexualisierung der pädagogischen Beziehung gewesen. Und da muss man sich einfach auch fragen, ob nicht damit das Problem, über das wir gesprochen haben, einfach auf einem anderen Gebiet reproduziert wird. Ja, also werden diese Beziehungen sexualisiert, dann ist sozusagen die Grenze zwischen einer Symbiose, die möglicherweise sogar noch als Erfüllung und Bestätigung erfahren werden kann, und brutalster Übergriffigkeit und Gewalt, haarfein. Aber das, wofür wir ja irgendwie plädieren, ja, also dass sozusagen eine flexible Beziehung zwischen Eltern oder Erziehungspersonen und den Kindern, in denen genau das verhandelt werden kann, eigentlich gar nicht möglich ist. Also insofern haben wir den Verdacht, wir werden sehen, ob sich das bestätigt, dass es eben eigentlich keine Lösung ist, sondern ein Teil des Problems, das wir untersuchen. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die sich kritisch mit der Pädagogik der Johanna Haarer auseinandergesetzt hat. Zugrunde lag ein Interview mit Karin Nungesser und Wolfram Ette, das am 7. November dieses Jahres in Leipzig geführt wurde. Die Zitate von Johanna Haarer hat Julie gesprochen. Zu hören waren außerdem Sounds aus dem Film Herakles Höhle von Lutz Dambeck.
Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.